Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tactical Air Germany. Mein Name ist Marcel und heute geht es um dieses kleine Messerchen. Ja. Steinbock. Was das kann, bleibt dran. Die Steinbockmesser. Die sind mir aufgefallen das erste Mal auf Instagram. Ich muss das mal alles hier so ein bisschen hinlegen, so vorbereiten. Ganz komische Gegend hier heute. Ja. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass ich von Wespen überall immer attackiert werde und es geht mir richtig auf den Keks. Dieses wunderschöne Design. Ja. Also sie sehen wirklich, wirklich toll aus. Dann mit diesem geprägten Steinbock da drin. Finde ich cool. Ja, und dann habe ich mal gefragt, ich sage immer, was sind das für Messer, wie stehen die und was ist das für Stahl, erzähl mal was. Ja. Und ja, dann habe ich dieses kleine Neckknife hier zur Verfügung gestellt gekriegt und gesagt, hör mal, guck dir an und dann sag mal deine Meinung dazu. Ja, okay. Hinter diesem Custom-Messer verbirgt sich ein junger Messermacher. Und zwar, ich habe mir den Namen jetzt aufgeschrieben, nicht böse sein, aber und zwar ist das der Lukas Jastczyk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, das ganze kleine Messerchen ist ein Full-Tang, ist also eine Full-Tang-Konstruktion. Aus O2-Stahl. O2 hört sich irgendwie scheiße an. Ne? Ja. Mit weißen G10-Linern und African Blackwood Holzgriffschalen. Liegt super in der Hand, trotz kleinem Dreifingergriff. Ja, ich habe jetzt hier so Lederbänsel, das war dabei. Das braucht man auch, meiner Ansicht nach. Fühlt sich richtig gut an. Also, was mir aufgefallen ist, ist diese super brachial ausgearbeitete Spitze, die wirklich sehr, sehr dick ist. Erinnert mich ein bisschen an so ein Mora. Seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen penetriere, aber 34 Grad ist nicht ohne. Ja, und der Stahl hier ist natürlich nicht rostfrei, das heißt, wir müssen den ein bisschen pflegen, das heißt, immer schön so sauber machen und nachher ein bisschen einölen, dann freut sich das Messer. Ja, dann wollen wir mal gucken, was das Ding so an Maße hat. Also, wir haben eine Gesamtlänge von 14,8 cm. Haben eine Klingenlänge von 6,4. Also, Klinge ist logisch. Na! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Klinge wäre ja von hier. Also Schneidlänge haben wir 6 cm. Dadurch, dass wir hier aber noch so einen kleinen Überstand haben und wir müssen ja fürs BKA immer ballistische Eindringtiefe rechnen, da sind wir dann bei 6,5. Also nicht Pistorius-konform. Trotz der kleinen Größe. Ja, es ist eine Spearpoint-Klinge. Sehr, sehr schön gemacht. Flachschliff. Auch ein bisschen hochgezogen. Die Mulde hier, die gefällt mir jetzt nicht so schön. Optisch tut aber dem Messer nichts zur Sache. Es arbeitet. Ja, wer dem Menschen hier auf Instagram folgen möchte, Steinbock Offizial 2018. Ich werde das aber alles in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie sein eBay-Account, wo er die Dinger dann auch vertreibt. Sind günstig, er holt da also kaum Geld raus. So, das, was er haben will, das steckt er hauptsächlich auch da rein. Und wer so ein schönes Custom-Knife haben möchte, ja, der ist da, glaube ich, sehr, sehr gut bedient. Ne? Verschiedenste Materialien. Und ja,
Ist also wirklich sehr, sehr schönes Messer. Also kleines Messer, großes Potenzial. Ja. Mal gucken hier. Ich habe hier so ein bisschen Papier mitgebracht. Ich muss mich ein bisschen ins Zeug legen heute auch. Alles nicht so schön. Immer, wenn du keine Zeit hast. Ich kenne das ja. Also. So, also das ist kein Problem für dieses Messer. Ja. Das macht dem auch richtig Spaß, hier so zu schnibbeln. Ja, und da kann man auch wieder, was ich ja in letzter Zeit immer gerne mache, ganz, ganz kleine Papierschnipsel hier abschneiden. Funktioniert wunderbar damit. So, versucht das jetzt liegen zu lassen. So, ja, okay. Ja, und da möchte man das Ganze natürlich auch noch mal so ein bisschen so ausprobieren. Ich gucke gerade, habe ich hier irgendwo einen Stock rumfliegen? Ja, klar. Vorbereitet sein auf alles und nichts, aber trotzdem immer allzeit bereit. Ja. Also, ihr seht, dieses Messer geht richtig. Wow, da habe ich nicht mit gerechnet. Richtig, richtig schön ins Holz. Ja. Und da kann man natürlich auch richtig, richtig geile Spitzen mitmachen. Richtig schön mitarbeiten. Und ja, also das ist Sahne. So, und dann machen wir mal so ein bisschen hier die Rinde ab. Achso, hier, da sind keine Pfeffersticks dran. Nicht, dass ich euch nachher sagt, ich bescheiße euch oder so. Ne? Aufpassen. Mein Gott! Kennt ihr gut Wespenmittel? Ich sehe gar nicht, was ich da mache. Ne? Also, das Ding ist dafür geboren, draußen benutzt zu werden. Und das ist jetzt nur ein kleines Neckknife. Stellt euch vor, wie die Großen von ihm abgehen. Ja? Aus Versehen abgetrennt. Aber der ganze Stock hier. Hier so, zack, da war der durch. Einfach weg. Faszinierend. Ja. Wollen wir noch einen kleinen Batoning-Test machen. Achso, was hier natürlich auch geht, ist dadurch, dass eine richtig brachiale Spitze ist, du kannst natürlich auch hier so ein bisschen, finde ich cool, hier Fingermulde. Ja. Das hier vorne anfassen. Hier auch nochmal anfassen. So, und dann kannst du einfach mal pulen hier. Richtig. So. Da kannst du also richtig was mit machen. Richtig arbeiten mit. Ja. Das geht. Schon cool. So. Jetzt gucken wir uns den Rest an. Bis gleich. Und bevor ich es vergesse, das Ding kommt natürlich auch in der Scheide. Ja. Dem vorher hier eine Stecklederscheide. Und hier ist das dann angebumselt und dann kann man das so entführen nach draußen. Ja. Ich mache das jetzt aber noch mal kurz ab und dann zeige ich euch das im Detail. Also das Ganze kommt, also kam jetzt bei mir in einer Stecklederscheide aus Rindsleder, sehr gut verschweißt, sehr gut verarbeitet, mit so einem Reptilienmusteraufdruck, mega und auch richtig cool gemacht. Also wir haben hier einmal diese beiden Schlaufen. Und gegenüber diese beiden. Und hier kann man natürlich richtig super am Gürtel tragen. Habt ihr ja gerade gesehen. Ansonsten auch als Neckknife konzipiert. Und das wackelt. Das hört sich.
der kommt nicht raus, das hört man auch nicht und das sitzt auch wirklich fest. Wahnsinn, ja. Und dann kann man hier so einen kleinen Finger greifen, ne? Und dann zieht man das einfach so raus und hat es direkt auch richtig in der Hand. So, und jetzt wollen wir noch ein bisschen das Ding ein bisschen verunstalten. Bis gleich. Ja, so, ich habe hier noch so ein bisschen was von vorhin liegen. So kleine Hölzeleins. Ich hoffe, ihr seht das auch alles. Ja. Da wir jetzt nur eine 6 cm Klinge haben. Also zum Spalten geboren. Also, wenn es denn mehr Klingenlänge hätte. Da geht einiges. Ah! Wespenattacke. Also, da geht einiges. Ja, also zum Spalten definitiv geboren. Reverse Grip sieht auch super geil aus, liegt auch klasse in der Hand und man hat hier oben immer noch diesen Bamsel. Und dann machen wir mal ein bisschen hier so. Löcher fabrizieren. Schneide. Spitze. Tipptopp. In Ordnung. Sahne. Ja, letzten Endes, was kann man zu dem Messerchen sagen? Es ist ein richtig, richtig feines Teil. Super angeschliffen vom Werk, sag ich jetzt mal her. Ein Alleskönner. Spalten, ihr habt es gesehen, gar kein Problem. Löckchen, es ist dafür geboren. Und selbst so ein kleines Neckknife macht richtig, richtig Spaß. Ich bin froh, dass es da ist. Ich möchte es nicht vermissen mehr. Ich finde das echt cool. Es wird wahrscheinlich mein Real Steel Mini 127-2 ablösen. Und schon wieder Wespen. Und das soll was heißen. Also, wer ein schönes Custom-Messer haben will, was es nur einmal gibt, unbedingt mal dem Link in der Videobeschreibung folgen und guckt euch die Teile mal an. Folgt ihm auch auf Instagram. Und ja. Mich wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja? Ich mache hier 2 Videos, da ist schon wieder eine Wespe auf der Kamera. Ich kriege Kotzreiz. Ja, ne. Wenn man nicht guckt, was man macht. Ne? So. Zack, weg. Ja. Video, Abo, Kommentar schreiben, Daumen nach oben und ich bin raus. Haut rein. Ciao.